Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur 71. Kölner Top Lounge. Nach dem Geißbockheim und einem wirklich gelungenen, sehr außergewöhnlichen Ausflug letztes Mal in die Kirche nach Rodenkirchen sind wir jetzt wieder zurück in unserem Zuhause im Club Astoria. Bei der Begrüßung musste ja schon schmerzlich feststellen, früher war es der Oberbürgermeister, der begrüßt wurde, in Begleitung seiner Gattin. Heute begrüße ich Frau Ulla Schrammer in Begleitung ihres Gatten Fritz. Ja, die Zeiten ändern sich, nicht? Die Zeiten ändern sich. Das ist auch ein schöner Übergang. Die Zeiten ändern sich. Bismarck. Ich frage jetzt nicht, ob alle wissen, wer Bismarck ist. Obwohl ich mir bei Bewerbungsgesprächen von so manchen Abiturienten, wir bilden ja auch seit Jahren aus, nicht immer so sicher bin, ob ich die richtige Antwort kriegen würde. Ich gehe mal davon aus, jeder weiß, wer Bismarck war. Hat im Reichstag 1884, die Älteren werden sich erinnern, einmal Folgendes gesagt. Politik ist keine exakte Wissenschaft, sondern eine Kunst. In diesem Sinne ist unser heutiger Redner wahrlich ein Künstler. Vielleicht sogar ein Genie. Ihn jetzt hier heute vorzustellen, hieße wirklich Eulen nach Athen tragen. Deswegen werde ich es ganz kurz machen. Geboren ist er am 11. Juni 1952, ist römisch-katholisch getauft, ist gesegnet mit einer wunderschönen Ehefrau namens Sabine und drei wundervollen Töchtern. Ich habe soeben gesehen, da hinten wurde ein Familienbild gemacht. Andere nennen das Germany Next Topmodel. Du, Wolfgang, nennst das einfach Familienfoto. Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann, hat auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur nachgeholt, ist dann Betriebswirt geworden, hat das Studium der Rechtswissenschaften in Bonn begonnen und seit 1991 ist er Rechtsanwalt. Seine politische Vita, er ist 72 mit 20 Jahren in die CDU eingetreten, war im Rat der Stadt Bergisch Gladbach, im Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises und seit 1994 im Bundestag. Er nimmt sich selber nicht besonders wichtig, hat aber immer seine Aufgabe sehr wichtig genommen. 23 Jahre saß er im Deutschen Bundestag und war doch alles andere als ein Hinterwänkler. Bis heute zählt er auf seiner ehrlichen Art zu den beliebtesten Politikern bundesweit. Ich habe mal mit Peter Altmaier gesprochen, als der unser Redner war, und sagte: Peter, wir könnten uns viele Probleme in dieser Republik ersparen, wenn wir die Wahlen in Zukunft nur noch auf der Top Lounge stattfinden lassen würden. Wir würden, glaube ich, viele Probleme nicht haben, aber gut, leider hat der Peter den Vorschlag auch nicht weiter aufgegriffen. Kommen wir zurück zu unserem Redner. Weder Herzleiden noch Post konnten ihn bremsen. Wenn es sein musste, war er auch in der eigenen Fraktion, ich zitiere ihn selber, die Kuh, die quer im Stall steht. Und auch wenn einer, ich zitiere wieder, seine Fresse nicht mehr sehen konnte, so ging er seinen Weg weiter. Und die Menschen lieben ihn dafür. Er unterstützte seine Regierung oder machte in all den Jahren kräftig Opposition.
und ist damit ohne jeden Zweifel der Richtige für unser heutiges Thema. 23 Jahre Bundestag aus dem Leben eines Parlamentariers. Begrüßen wir das Mitglied im Beirat des Top-Magazin Köln und das ehemalige Mitglied des Deutschen Bundestages, Wolfgang Bosbach. Ja, lieber Rainer, vielen Dank für die originelle Begrüßung. Man erfährt immer wieder Neues über sich. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich in Bonn studiert habe. Und trotzdem war es halb richtig, denn während meiner Studienzeit in Köln, wobei meine Professoren waren der Auffassung, ich hätte ein Fernstudium betrieben, aber das ist ein anderes Kapitel, habe ich tatsächlich in Bonn gearbeitet. Das stimmt, man muss ja von irgendwas leben. BAföG gibt es nicht, Eltern konnten nicht. Also habe ich 12 Jahre schon für einen Abgeordneten gearbeitet, was ja damals ging, weil der Bundestag noch in Bonn war. Ja, Papa ist natürlich stolz, ist klar, wenn jedenfalls 2 der 3 Töchter hier sind. Welcher Papa ist nicht stolz auf seine Kinder? Wobei, Väter von Töchtern kennen das Problem. Hast du einen Jungen, musst du auf einen Jungen aufpassen. Hast du eine Tochter, musst du auf alle Jungs aufpassen. Das ist schon eine ganz andere Herausforderung. Ich habe die dankenswerte Aufgabe, schon zum 2. Mal hier an dieser Stelle zu stehen und zu Ihnen zu sprechen. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, boah, Politik, jetzt wird's langweilig, oder der wird doch nicht die Heldentaten von 23 Jahren aufführen, was er alles fürs Land geleistet hat. Nee, tue ich nicht, da reicht auch die Zeit nicht für. Ich soll mich ja ganz betont kurz fassen. Und bin natürlich noch halb im Wahlkampfmodus, nicht nur wegen der Bundestagswahl, die ist ja einige Zeit schon vorbei. Danach war ich auch sofort im Einsatz bei der vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen. Aber keine Sorge, ein paar politische Gedanken schon, sonst würde hier auch kein Politiker stehen. Aber keine parteipolitischen, muss auch nicht sein. Ich gehe davon aus, Sie wissen ohnehin, ich komme von den Guten. So, das habe ich jetzt auch gesagt, nur fürs Protokoll, damit keiner sagt, er hat ja gar nicht gesagt, wo er politisch steht. Wenn es Ihnen denn recht ist, man weiß ja nicht, wie die Erwartungshaltung an einem solchen Abend ist, dann ein bisschen chronologisch, heiteres, aber auch durchaus ernstes. So das, was einem von den 23 Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist, auch mit dem Versuch, Ihnen ein Gefühl für die Politik zu geben. Ich bin der festen Überzeugung, jeder, der heute Abend hier ist, ist überdurchschnittlich politisch interessiert, überdurchschnittlich auch politisch informiert. Und Sie alle haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie Politik ist und wie Politik arbeitet. Die Vorstellung, die Sie von Politik haben, die ist richtig. Das macht die Sache jetzt auch nicht besser, das muss ich gleich sagen. Aber Sie können sich davon, trennen Sie sich von dem Gedanken, das ist alles ein Hexenwerk, wo die Bürgerinnen und Bürger nicht so richtig durchblicken. Es ist genauso, wie Sie sich das vorstellen. Genauso ist es auch. Im Grunde sind auch wir Parlamentarier ein Querschnitt der Bevölkerung. Sie finden dort alle Charaktere, Sie finden alle Talente wieder. Also wenn man sagt, das Parlament soll doch so weit wie möglich den Querschnitt der Bevölkerung abbilden, ist das durchaus richtig. Der erste Gedanke, den ich Ihnen noch vielleicht mitgeben würde, es ist nicht einfach, glauben Sie mir, es ist nicht einfach für einen Rheinländer, Parlamentarier in Berlin zu sein. Das ist so, es ist ein Unterschied, ob Sie Politik in Bonn machen oder ob Sie Politik in Berlin machen. Denn die Grenze, so was hier Humor ist, ist drüben Albernheit. Und wenn jemand fröhlich ist, schon morgens fröhlich ins Büro geht, macht er sich verdächtig, weil der Berliner, ich sag mal, traditionell nicht so gut drauf ist. Nicht so gut drauf ist. Das ist so. Ohne jeden Vorwurf. Einer meiner ersten Erfahrungen war, irgendwann spricht sich natürlich in Berlin rum, dass Bosbach einen Hang zum Karneval hat und in
Bonn konnte ich immer die Dreigestirne aus dem Wahlkreis einladen, in Berlin streng verpönt. Wir waren sogar dann immer im Plenarsaal, man konnte vom Rednerpult aus sprechen, war alles erlaubt in Bonn, in Berlin alles verboten. Selbst das Berliner Prinzenpaar durfte nicht in den Plenarsaal. Gut, andere Länder, andere Sitten. Und dann hatte ich mal das Vergnügen, in Anführungszeichen, für einen Radiosender in Berlin den 11. im 11. zu kommentieren, die Sessionseröffnung. Und da sehen Sie sofort den Unterschied, es ist kein Volksfest. Ich bin auch der Meinung, man kann Karneval nicht importieren, man kann Karneval nicht exportieren, man kann ihn im Leben, mit ihm groß werden, auch ist kein klassischer Exportartikel. Jedenfalls habe ich mir redlich Mühe gegeben, das bunte Treiben für die Radiohörerinnen und Hörer zu schildern. Und ja, die zogen an mir vorbei mit klingendem Spiel, mit Uniform, mit großen Fahnen. Aber das Publikum, die Bürgerinnen und Bürger, blieben nicht stehen. Da hakte sich keiner unter, um zu schunkeln. So, die zogen ein in das Berliner Abgeordnetenhaus, also nicht in den Bundestag, sondern ins Abgeordnetenhaus des Berliner Parlaments. Riesenfahne, dann stand da große Berliner, was weiß ich, Karnevalsgesellschaft von Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen 75. Das war natürlich was für mich. Dann habe ich gesagt, das ist ein Traditionschor. Berliner Karnevalsgesellschaft von 1875. 1975, habe ich sofort Mikrofon wieder eingesteckt und wusste, was für uns eine besondere Ehre oder Freude ist, wenn man es mit einer Traditionsgesellschaft zu tun hat, ist in Berlin ein bisschen anders. Dass wir aber durchaus humorbegabt sind, auch in Berlin, möchte ich Ihnen gerne an zwei Beispielen zeigen. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben, glauben Sie mir, das können Sie nicht erfinden. Wir haben viel Humor im Bundestag, meistens unfreiwillig. Und das erste Zitat ist von einem Fraktionskollegen, wir nennen natürlich keine Namen, aus einer nordrhein-westfälischen Großstadt, die mit E beginnt, im Ruhrgebiet liegt. Und wir stehen manchmal und immer zu Unrecht unter dem Verdacht, dass nicht jede Dienstreise, die wir machen, rein dienstlichen Charakter hat. Es soll auch schon mal die ein oder andere Vergnügungsreise dabei gewesen sein, was natürlich nicht stimmt. Aber den hatten sie erwischt. Und der Kollege wurde dann gefragt, na, Herr Abgeordneter, war Ihre Dienstreise nach Mailand eine Dienstreise oder eine Vergnügungsreise? Wir haben erfahren, Sie waren auch in der Mailänder Scala, in dem Opernhaus. Er wusste sich nicht anders zu helfen, als durch den Satz, dass es keine Vergnügungsreise war, können Sie schon daran erkennen, dass meine Frau dabei war. Kam jetzt nicht so gut, ja, aber er ist bei mir auch nur auf dem zweiten Platz gelandet. Auf dem zweiten Platz, bis jetzt ist unangefochtener Spitzenreiter ein Kollege, der mal gefragt worden ist. Beide Feststellungen stimmten. Der Kollege ist gefragt worden, hören Sie mal, Sie waren früher Kriegsdienstverweigerer. Heute machen Sie im Bundestag Verteidigungspolitik. Wie passt das zusammen? Und die Originalantwort lautete, früher habe ich mir nicht vorstellen können, auf meine Verwandten in Thüringen zu schießen. Das sehe ich heute anders. Also, Sie sehen, es geht auch bei uns durchaus heiter zu. Was ist eigentlich so reizvoll dabei? Warum macht man das? Will niemanden in Verlegenheit bringen? Nur mal 3 Sekunden schätzen. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind Mitglied in einer Partei? 5 ist schon gut geschätzt. 2,8% der Bevölkerung sind Mitglied einer Partei. Aber ich glaube, es gibt 2 Bereiche, das ist Bundeskanzler und Bundestrainer. Da gibt es 80 Millionen in unserem Land. Aber es sind tendenziell immer weniger, die bereit sind, sich politisch zu engagieren. Warum tun wir das? Nur, egal ob auf kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene, warum überhaupt? Nur zwei kurze Gedanken. Der erste Gedanke ist, nochmal raten. Wir haben 68 Jahre Bundesrepublik. 68 Jahre. Wer ist mutig und sagt mir, in wie vielen Jahren hatten wir Konjunktur und in wie vielen Jahren Rezession? Also Rezession haben wir heute nicht mehr. Wir nennen das Minuswachstum. Ist aber dasselbe.
Mutiger nach vorne. In wie vielen Jahren hatten wir Rezession? Ist die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahr zurück? 62 Jahre hatten wir Wirtschaftswachstum. In nur 6 Jahren ist die Wirtschaftsleistung gesunken. 5 Jahre lang, einmal 2 Jahre in den 60er Jahren, dann der sogenannte Ölpreisschock Anfang der 70er Jahre. Das war für uns deshalb ein solcher Schock, weil damals der Sprit halb so teuer war wie heute. Das durchschnittliche Minuswachstum war 0,6%. 0,6. Und dann kam das Jahr 2008, 2009, da ist die Wirtschaftsleistung um 5% gesunken. Hört sich nicht viel an. Aber wenn man weiß, es war doppelt so viel wie in den 5 Jahren davor, dann weiß man, was das für ein Drama war. Ist es eigentlich nicht toll, das ist der einzige Gedanke, den ich jetzt mal mitgeben möchte, ist es eigentlich nicht toll, was wir nach der absoluten Katastrophe des Zweiten Weltkrieges geschafft haben. Deutschland, gerade Köln, gerade Köln. Zu weiten Teilen zerstört. Wir waren ein in weiten Teilen physisch zerstörtes Land aufgrund der Nazi-Barbarei. Ein Land, das sich politisch, moralisch diskreditiert hatte in der Welt. Und dass wir in wenigen Jahren ein Land geschaffen haben, nicht meine Generation, die Generation meiner Eltern, wo viele gestaunt haben, was sich Deutschland wieder zutraut. Dann kam das deutsche Wirtschaftswunder und wir mussten auf die Waren Made in Germany schreiben. Das sollte der Warnhinweis sein, als ehemalige Kriegsgegner. Und die Engländer uns aufgezwungen, Hände weg von deutschen Waren, Made in Germany, kauft sie nicht. Und auf einmal war es ein Qualitätssiegel, die Welt hat gestaunt über das deutsche Wirtschaftswunder. Das ist doch toll. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen traurig, dass wir nicht so fröhlich unseren Nationalfeiertag feiern, den 3. Oktober, wie die Amerikaner den 4. Juli oder die Franzosen den 14. Juli. Vielleicht ist sowieso nicht die Kernkompetenz von uns Deutschen, dass wir fröhlich sind. Bevor wir fröhlich sind, kommt ja einer und sagt, Moment, und schildert dann die Probleme. Und in Deutschland läuft doch nichts schief, alles Katastrophen, werden doch keine Fehler gemacht, alles ein Skandal. Was bei uns ein Skandal ist, kommt in Italien kurz vor den Kleinanzeigen und da auch noch passiert, so in so einem kleinen Kästchen. Aber wir neigen ja dazu. Und wenn Ihnen mal wieder jemand begegnet, ich habe 48 Veranstaltungen im Wahlkampf gemacht, 12 Mal in 9 Bundesländern, wenn Ihnen mal wieder jemand begegnet, der sagt, wo sind denn die blühenden Landschaften, kaufen Sie dem mal eine Fahrkarte, schicken Sie dem mal zur Ostsee, was da entstanden ist, gehen Sie mal über die Krämerbrücke in Erfurt, in den Dom von Halberstadt nach Dresden, nach Meißen. Gehen Sie mal durch Werningerode im Harz, das ist so schön wie Rothenburg ob der Tauber, es ist doch toll. Es ist doch toll, was wir in diesen 27 Jahren geschaffen haben. Zweiter Gedanke, wer sagt, schön erfunden, den bitte ich nachher mal auf YouTube zu gehen. Vor fast auf den Tag genau 10 Jahren betritt ein armer Straßenmusikant eine U-Bahn-Haltestelle in Washington. Er breitet seine Decke aus, er stellt eine Dose hin für das Kleingeld, er packt ein bedauernswert altes Instrument aus und langsam beginnt er zu spielen. Und die ersten 60 eilen rastlos an ihm vorbei. Nummer 61 bleibt stehen, hört sich das an, wirft also ein paar Cent in die Dose und geht weiter. So geht das, Minute für Minute. Dann bleibt eine Dame stehen, hört ein paar Minuten zu, sagt, ich kenne sie und gibt ihm einen 10-Dollar-Schein. Am Ende von 44 Minuten, er spielt Stücke von Schubert und Bach, wird Gassensturz gemacht, sind gut 1.000 an ihm vorbeigegangen. Er hat 32 Dollar und ein paar Cent eingenommen. Und woher wissen wir das? Auf die, haben wir gut aufgepasst, vor allen Dingen auf die Geige, weil sie Millionen wert ist. Eine alte Guarneri. Und dann ist er gefragt worden, na, war das ein gerechter Lohn? 44 Minuten gespielt, 32 Dollar. Und dann sagt er, also, das wären über 40 Dollar für eine Stunde, das wäre ein guter Lohn. Aber am meisten würde er sich darüber freuen, dass er davon seinem Agenten nichts abgeben müsse. Joshua Bell ist einer der berühmtesten Geigenvirtuosen der Welt. Er hatte am Tag zuvor in Boston die gleichen Stücke gespielt. Die billigste Karte kostete 100 Dollar. Und es war ein Experiment der Zeitung Washington Post zur Beantwortung der Frage, wenn etwas selbstverständlich ist, fällt es uns eigentlich noch auf, weil es selbstverständlich ist,
Und trotzdem ist es ein großartiges Ereignis, ein großartiges Erlebnis. Nur wir empfinden es nicht als solch. Straßenmusikant, Raschauer, U-Bahn-Haltestelle ist nichts Besonderes. Das ist der zweite Gedanke. Der eine ist der ökonomische. Der zweite Gedanke ist das Leben in Frieden und Freiheit und einer Demokratie. Wir sind noch bei der Frage, warum engagieren Sie überhaupt Menschen politisch? Es ist nicht selbstverständlich, dass wir über Jahrzehnte hinweg in Frieden und Freiheit leben. Das sage ich vor allen Dingen angesichts der Vertreter der Bundeswehr, die heute Abend hier sind. Für meine Mutter schon mal gar nicht, 89 und putzmunter. Mama hat beide Brüder verloren, mein Vater seinen einzigen Bruder, Elternhaus ausgeräumt. Ich selber habe noch in Kriegsruinen gespielt, weil es streng verboten war. In einer alten Bunkeranlage, so 100 Meter vom Elternhaus entfernt, haben wir gerne gespielt, wahrscheinlich weil wir es nicht durften. Ich weiß noch, kenne auch die Narben des Krieges. Aber für die Generation meiner Kinder ist es doch selbstverständlich. Und Millionen haben nicht das Glück. Wer weiß schon, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Menschen in Kriegen gestorben sind als im Zweiten Weltkrieg. Wir haben nie mehr Flüchtlinge gehabt als heute. 66 Millionen. 40 Millionen Binnenvertriebene, 26 Millionen haben die Grenzen des Landes überschritten und suchen einen neuen sicheren Hafen. Hunderttausende sind in den letzten Wochen geflogen, Rohingyas in Burma, auf dem Weg nach Bangladesch. Bangladesch ist sowieso eines der ärmsten Länder der Welt und muss dann auch Hunderttausende Flüchtlinge aufnehmen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Frieden und Freiheit leben. Und dafür muss man von morgens bis abends arbeiten, dass man weiterhin in einer Demokratie lebt, vor allen Dingen in einer Situation, in der die Welt viel unruhiger wird als in der Vergangenheit. Wir hatten die Hoffnung, dass nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation, die ganze Welt friedlich und demokratisch wird. Und wenn Sie sich jetzt mal umblicken in Europa, um uns herum, wird die Lage eher schwieriger. Deswegen nicht für mich, sondern für die Vertreter der Bundeswehr, die heute Abend hier sind, einen herzlichen Dank für Ihren Dienst an unserem Land und Führung. Als wir umgezogen sind, da habe ich mich noch mal erinnert, also von Bonn nach Berlin, als ich in den Bundestag kam, war ja klar, dass der Bundestag umziehen würde um die Jahrtausendwende. Das war ja in der Wahlperiode davor entschieden worden. Jetzt ging es darum, dass in den nächsten Jahren, also Ende der 90er Jahre, die Hauptstadtbauten fertig würden. In Berlin übrigens sind in der Zeit fertig geworden, sie sind im Kostenrahmen geblieben, also das waren noch Zeiten. Und ist historisch interessant, wie diese Entscheidung gefallen ist, ist historisch interessant. Ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß. Die Mehrheit von CDU, CSU war für Bonn. Die Mehrheit der SPD war für Bonn. Bonn. Die FDP war zu 90% für Bonn und die PDS, Linkspartei, zu 100%. Und die kleinen Parteien haben dann den Ausschlag gegeben, dass das Parlament umgezogen ist. Wenn nur die beiden großen Parteien abgestimmt hätten, wie haben sie Grünen abgestimmt? Gar nicht, die waren gar nicht im Parlament vertreten in dieser Wahlperiode. Also war es klar und muss man auch sagen, weil die Debatte in diesen Tagen wieder geführt wird, es hätte ohne das Bonn-Berlin-Gesetz keine Mehrheit für einen Regierungsumzug gegeben. Das heißt, das Bonn-Berlin-Gesetz ist die Geschäftsgrundlage für die Umzugsentscheidung von Bundesregierung und Bundestag nach Berlin. Und es gibt zwei Möglichkeiten, ein Haus einzureißen. Die eine Möglichkeit ist, Sie kommen mit der Dampframme, Abrissbirne, gibt einen Riesenknall, das Haus liegt da nieder. Zweite Möglichkeit, Sie nehmen Stein für Stein weg. Das ist unspektakulär, dauert länger, aber das Ergebnis ist nach langen Jahren das gleiche. Und deswegen nicht aus Lokalpatriotismus, sondern weil wir ein Gesetz haben. Weil wir ein Gesetz haben, muss dieses Gesetz nach wie vor Gültigkeit haben, jedenfalls solange es in Kraft ist. Darf man auch die Region nicht enttäuschen. Denn Vertrauen bildet man in sich, dass man gesetzestreu bleibt. Und wir Politiker machen selber die Gesetze. Wenn wir uns nicht an unsere eigenen Gesetze halten, wie können wir es dann von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten? Und es muss auch nicht unbedingt alles nach Berlin. Wir sind gerade in den Bonner Jahren gut damit gefahren, dass wir die Macht des Bundes verteilt haben auf alle Bundesländer. Berlin ist ohnehin die mit Abstand größte Stadt. Wenn Sie lange nicht mehr da gewesen sind, Berlin verändert sich von Tag zu Tag rasant.
Berlin hat einen ganz steilen Anstieg an Besucherzahlen. Wir sind übrigens, was auch schön ist, wir sind das meistbesuchte Parlament der Welt. Noch vor dem Kapitol in Washington. Also auch der Deutsche Bundestag ist wirklich ein Magnet. Aber wir sollten nicht alle Bundesbehörden in Berlin konzentrieren. Der Deutsche Bundestag, der am 24. September gewählt worden ist, ist der größte aller Zeiten. Er ist auch größer als der große Bundestag, dem ich noch angehört habe, 1994, 98. Und dann wurde das Gesetz geändert, weil wir bei 640 gedacht haben, der ist zu groß. Haben das Gesetz geändert, die Wahlkreise vergrößert, dann haben sie weniger Abgeordnete. Jetzt haben wir 80 mehr als damals. Wir haben jetzt 709 und was auffällt, ich weiß gar nicht, ob das so jedem am Wahlabend aufgefallen ist. Der Gesetzgeber wollte, dass die Hälfte der Abgeordneten direkt gewählt wird und die andere Hälfte über die Liste kommt mit den zwei Stimmen. Mittlerweile die Zahl der Wahlkreise ist ja immer gleich. Mittlerweile haben wir 299 direkt gewählte Abgeordnete. Aber 410 Abgeordnete, die über die Listen der Parteien in den Deutschen Bundestag gekommen sind. Das heißt, wir haben 40% direkt gewählt und 60% Listenabgeordneten, was die Macht der Parteien viel stärker macht, denn sie haben ja nur die Möglichkeit anzukreuzen, Liste 1 oder Liste 2. Sie haben nicht die Möglichkeit, Verschiebungen vorzunehmen innerhalb einer Liste. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir das Wahlgesetz ändern, dass wir das Parlament deutlich verkleinern. Und wir sollten uns auch von dem Gedanken trennen. Wir sollten uns von dem Gedanken trennen, dass die Arbeit besser wird, je größer das Parlament ist. Meine politische Lebenserfahrung sagt mir, es ist eher umgekehrt der Fall. Je größer das Parlament ist, desto schwerfälliger wird auch Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Kaum umgezogen war die erste wirklich große Herausforderung das Thema Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Sie glauben gar nicht, wie viele Briefe ich damals bekommen habe. Jede Fraktion hat einen Verhandler gestellt. Ich war der Verhandler für die Union. Viele haben gesagt, jetzt kriegen die Juden schon wieder Geld und das muss doch mal ein Ende haben und und. Dabei waren über 90% der Betroffenen erstens keine jüdischen Bürger und zweitens haben die noch nie irgendeine Entschädigung bekommen. Noch nie. Und die deutschen Firmen waren unter einem ungeheuren Druck, unter einem Boykottdruck in den USA. Das galt für Daimler, das galt für unseren Nachbarn Bayer Leverkusen. Ganzseitige Anzeigen, Bayers biggest headache, Kopfschmerzen und darunter die Zwangsarbeiter, die damals für Bayer die Pillen verpackt haben. Riesige Probleme für die deutschen Unternehmen. Ich erwähne, da anderthalb Jahre haben wir verhandelt in den USA, in Berlin, in Warschau. Ich erwähne das nur deshalb, weil heute die Debatte wieder geführt wird und ist dann endlich Schluss und so weiter. Es geht nicht um Schuld. Es geht um Verantwortung, die sich aus der Geschichte unseres Landes ergibt. Und von dieser Verantwortung, der historischen Verantwortung, kann man sich nicht trennen wie von einem Mantel, den man an der Garderobe abgibt und sagt, so mit dem Kleidungsstück möchte ich jetzt nicht mehr zu tun haben. Wir stehen in dieser historischen Kontinuität, ohne dass wir selber Schuld tragen, weder als Einzelne noch als Volk. Aber diese Zeiten dürfen nie mehr wiederkommen. Und wenn man mich fragt, so wie sind denn die Gefühle? Also ich fürchte, dass wir hammerharte Debatten bekommen werden im Deutschen Bundestag, dass die Debatten auch nicht jetzt intellektuell gehaltvoller werden, abwarten, aber ich bin da nicht sehr optimistisch. Aber die politisch-inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD, die hätte ich schon gerne geführt. Weil viele sagen, hör mal, das wird auch was für dich, du bist doch ein konservativer Politiker. Und dann sage ich immer, ja genau, deswegen bekämpfe ich ja auch die AfD, weil ich konservativ bin, weil es einen großen Unterschied gibt zwischen Nationalismus und Patriotismus. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und diese unseligen Zeiten können wir nicht mehr gebrauchen. Dann kam ein 29. Februar, den vergisst man nicht so schnell, weil es den nur alle 4 Jahre gibt. Und dann kam die CDU-Spendenaffäre und im Zuge der CDU-Spendenaffäre gab es ein Revirement. So schnell vergeht die Zeit. Wolfgang Schäuble musste zurücktreten, Friedrich Merz wurde Fraktionsvorsitzender. Ich wurde einer seiner Stellvertreter und war fortan der Büronachbar von Helmut Kohl. Das waren ganz interessante Jahre, ich kürze ab, aber das schönste Erlebnis hatte ich mit Helmut Kohl und meiner Mutter.
Nun sind natürlich die Eltern stolz auf ihre Kinder, das ist klar. Wenn das Kind Abgeordneter ist, ist klar, sind die Eltern schon stolz. Aber dann haben sie mich in Berlin besucht und haben dann erst gesehen, ja, dass ich Büronachbar von Helmut Kohl bin. Da wusste ich, dein Erbe ist sicher. So, das war mir in dem Moment klar. Und wer meine Mutter nicht kennt, meine Mutter ist sowas von korrekt, sowas von korrekt. Und treues CDU-Mitglied und brav geht zur Veranstaltung. Also Oma meiner Kinder ist ein Schatz. Total lieb. Aber es kam die Spendenaffäre und dann sagt sie, also das mit der Spendenaffäre, das geht ja gar nicht. Und es muss ihm mal einer sagen und er muss die Namen der Spender nennen. Und ach, sag ich, Mama, der Helmut Kohl sitzt nebenan, das kannst du ihm ja selber sagen. Ja? Ach, das wäre nett. Ja, sag ich, da freut er sich, wenn du da reingehst und ihm die Meinung geigst. Ja? Meinst du wirklich? Sag ich, Mama, das war ein Scherz. Nee, aber also, das finde ich nicht in Ordnung und wir leiden da alle drunter. Und das würde ich ihm schon gerne sagen, dass das so... Ja, sag ich, gut, ich gehe rüber. Bin ich rübergegangen. Juliane Weber hatte damals das Kommando. Und dann habe ich gesagt, Frau Weber, also er hat mich geduzt, ich habe ihn immer gesiezt, ist all die Jahre so geblieben. Meine Mutter würde gerne mit dem Herrn Bundeskanzler mal so ein Gespräch führen. Da sagt sie, im Moment telefoniert er, aber er hat ja immer telefoniert wie ein Weltmeister stundenlang. Und der war übrigens ungeheuer fleißig, ungeheuer fleißig. Bis tief in die Nacht hat er gearbeitet, am Schreibtisch gesessen und von wegen Birne. Mir hat das sehr leid getan, dass er so charakterisiert wurde oft. War sehr nachdenklich, historisch sehr bewandert, aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall, nach 10, 15 Minuten kommt tatsächlich Helmut Kohl ins Büro, geht auf meine Mutter zu und sagt, Frau Bosbach, was können Sie stolz sein auf Ihren Sohn? Meine Mutter, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler. Ich sage, Mama, was ist denn mit der Spende da? Bist du jetzt ruhig? Das gehört überhaupt nicht hier hin. Ja, das gehört ja nicht hier hin. Ja, ja. Jetzt haben wir so ein... Kein Wort Spendenaffäre, eine Stunde Wein getrunken, kein Wort Spendenaffäre, einfach so ein Hausaltar in Bergisch Gladbach, Helmut Kohl und meine Eltern. Aber der hatte immer Zeit, wenn Besuch kam, immer Zeit. Ja, das muss in meiner Studienzeit gewesen sein, ich erwähne das deshalb, weil direkt danach, wenige Monate später, war ja der 11. September 2001, ich war damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, für die Bereiche Innen- und Rechtspolitik. Ich glaube, das ist so ein Datum, jeder weiß von uns noch, wo er war, wie das war. Wir hatten Duplizität der Geschichte, Haushaltsplanberatungen um die Uhrzeit. Es ist ja 6 Stunden Zeitverschiebung. Es war vormittags in New York, es war nachmittags bei uns. Wir waren auf dem Weg in den Plenarsaal, über innere Sicherheit zu sprechen. Dann kamen die ersten Bilder aus New York. Der Bundestag hat seine Sitzungen unterbrochen. Otto Schily hieß damals der Innenminister, kam in die Fraktion und hat die Situation geschildert, weil ja relativ schnell feststand, dass die Attentäter lange Zeit in Hamburg gelebt hatten, studiert hatten in unserem Land. Wir waren also in besonderer Weise betroffen. Und das hat mich natürlich erinnert an den Herbst 1977, denn ich kam damals von der Uni in Köln und war auf dem Weg nach Hause und fuhr an der Vinzenz-Staatsstraße vorbei, nicht wissend, was dort passiert war. Es war ein Riesenpolizeiaufgebot, Absperrung. Das war ja der Tag, an dem Hans-Martin Schleyer entführt worden ist, der dann später ermordet wurde. Und jetzt nach 40 Jahren haben wir den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, übrigens nicht erst seit diesem 11. September 2001. Nach 40 Jahren möchte ich mal kurz die beiden großen Unterschiede erläutern. Zur Beantwortung der Frage, warum neue Gesetze, warum neue technische Möglichkeiten, brauchen wir wirklich immer neue Sicherheitsgesetze? Die Herausforderungen von heute sind fundamental andere als die vor 40 Jahren. Der erste riesengroße Unterschied: im Visier der Terroristen waren damals die Spitzen von Staat und Gesellschaft. Über 40 Deutsche haben damals ihr Leben verloren beim RAF-Terror. Über 100 Deutsche bei den Terroranschlägen im In- und Ausland seit September 2001. Über 100 Deutsche. Heute sind im Visier der Terroristen wir alle. Wen sie treffen, ist für sie völlig irrelevant. Hauptsache viele. Wer die Opfer sind, spielt für den Terror heute keine Rolle.
Wenn bestimmte Personen oder Personengruppen bedroht werden, kann man sich bemühen, sie zu schützen. Personenschutz, gepanzerte Fahrzeuge, häuslicher Schutz. Aber wie will man 80 Millionen Menschen in gleicher Weise schützen, einer offenen Gesellschaft? Das geht gar nicht. Also versuchen wir, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen, zur Verhinderung von Straftaten. Kleines Beispiel, ganz anderes Kapitel, Ebertplatz Köln, denken wir ja auch heute darüber hinaus, wie können wir diese rechtsfreien Räume wieder zurückholen für die rechtstreue Bevölkerung. Und der zweite fundamentale Unterschied ist, die RAF-Terroristen wollten davonkommen, die wollten nicht gefasst werden, die wollten noch nicht mal erkannt werden. Wir haben es heute in vielen Fällen mit Selbstmordattentätern zu tun, für die Juristen omni modo facturus, unter allen Umständen zur Tat entschlossen. Und wer bereit ist, sich selbst zu töten, um andere zu ermorden, den kann ich mit dem Strafrecht nicht von seiner Tat abhalten. Deswegen ist die Aufdeckung von Gefahren, die Gefahrenabwehr heute noch wichtiger als in den Zeiten des RAF-Terrors. Was hat sich verändert in diesen Jahrzehnten? Ich weiß, was ich jetzt sage, ist einfach, klingt auch vielleicht ein bisschen polemisch, ist auch nicht als Kritik an die politische Konkurrenz gerichtet. Ich könnte es auch zu meiner eigenen Partei sagen. Ich habe das schwere Gefühl, dass uns in Deutschland über die Jahrzehnte der Zusammenhang verloren gegangen ist zwischen Wirtschaftskraft und sozialer Leistungsfähigkeit unseres Landes. Dass all das, was der Staat ausgibt, erst erarbeitet werden muss in diesem Land. Der Gedanke verliert immer mehr an Bedeutung. Sehen Sie mal, es ist schwer zu erklären, aber ich versuche es bei Schulklassen immer zu erklären, dass der Staat kein Geld hat. Woher soll der Staat Geld haben? Der Staat kann immer nur das Geld ausgeben, was in einer Volkswirtschaft erwirtschaftet wird. Und wenn wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wenn wir nicht mehr so exportstark sind wie in der Vergangenheit, dann wird es dem Staat. Wir haben heute 53% der Bundesausgaben sind Sozialleistungen. 53%. Übrigens, je mehr wir ausgeben für soziale Leistungen, desto mehr Kritik gibt es auch, dass es ungerecht im Land zugehen wird. Wenn Sie mal die familienpolitischen Leistungen vergleichen, 60er, 70er Jahre und denen heute, sehen Sie meilenweite Unterschiede. Und immer mit super guter Begründung, neue Leistungen oder höhere Leistungen. Nur wir müssen darauf achten, dass wir nicht die Wirtschaftskraft und die Wettbewerbsfähigkeit einbüßen, denn das ist im Grunde das ökonomische Fundament, auf dem unser Land steht. Und das zweite große Bereich ist der Bereich der Digitalisierung. Nummer zwei Zahlen, denn es geht nicht nur um schnelles Internet, das ist ein Thema. Nur zwei Gedanken nochmal. 1997 bekam ein Mann namens Larry Page $100.000, ein Scheck. Jetzt hat er ein Problem, denn er hat einen Scheck über $100.000, aber kein Bankkonto. Jetzt muss er erst ein Bankkonto einrichten, um den Scheck einlösen zu können. Und dann hat er begonnen. Und heute ist Google, die Firma ist Alphabet, das zweiteuerste Unternehmen der Welt. Diese Firma, wo der private Larry Page $100.000 gegeben hat, ist heute 6-mal teurer als Daimler-Benz. Und das teuerste Unternehmen der Welt ist Apple. Und Apple alleine ist teurer als die 10 teuersten DAX-Konzerne, die wir in Deutschland haben. Ich erkläre das nur, um die Macht dieses Themas mal zu verdeutlichen. Und die investieren in Bereiche Medizintechnologie, an die wir heute gar nicht denken, wenn sie wissen, was die für Cash haben, was die für Gewinne machen. Da kann jedes deutsche Unternehmen nur von träumen, welche Marktmacht dort entsteht. Und von den 100 größten Software-Schmieden der Welt sind 2 in Deutschland. 2. Also in den alten Industrien sind wir immer noch absolute Weltklasse. Das ist so. Automobilbau, Elektroindustrie, chemische Industrie. In alten Industrien sind wir spitze. Aber warum gibt es keine deutschen Handyhersteller, keine deutschen Computerhersteller, obwohl der Computer in Deutschland erfunden wurde? Anfang der 40er Jahre von Konrad Zuse. Ist doch erstaunlich, dass andere aus dieser Idee viel schneller marktreife Produkte gemacht haben als wir. Sie lernen auch Menschen kennen. Nicht jeder ist mit jedem im Deutschen Bundestag befreundet. Es kann auch gar nicht, es ist doch kein Unternehmen, wo jeder mit jedem befreundet ist. Man ist eine Zweckgemeinschaft auf Zeit, aber es gibt auch persönliche Freundschaften. Wenn Sie mich fragen, wo lernen Sie die Menschen am besten kennen? Auf den Reisen, die ich eingangs beschrieben habe, auf den Delegationsreisen. Und zwar von beiden Seiten. Sie finden Kolleginnen und Kollegen toll, dann lernen sie persönlich kennen.
vor allen Dingen so ganz sensibel im Umgang, morgens im Frühstücksraum mit Bedienungspersonal und so. Damit, also wenn da nicht erstklassig mit umgegangen wird, bin ich mal ganz unruhig als Delegationsleiter. Aber Sie finden auch Kollegen, wo Sie sagen, nee, geht eigentlich gar nicht, die sich dann als total nett entpuppen. Ich habe das in meinem Buch ganz kurz beschrieben, eine hübsche Szene. Die Linkspartei trägt ihren Namen zurecht. Aber die Kollegin Ulla Jelpke ist so weit links von der Linkspartei, eigentlich müsste man für die eine eigene Partei noch schaffen, links von der Linkspartei. Ich glaube nicht, dass wir, die ist mit mir zusammen Dienstälteste im Innenausschuss, wir sitzen uns seit 23 Jahren gegenüber. In den 23 Jahren waren wir politisch nie einer Meinung, aber auf den Reisen war die prima. Auf den Reisen war die geländegängig, nett, hatte Humor. Man darf sich mit ihr nur nicht über Politik unterhalten. Jedenfalls spricht die Kollegin Ulla Jelpke nicht so gut Englisch. Es gibt zwei Reisen, die immer gemacht werden in jeder Wahlperiode, einer nach USA und die andere nach Israel. Und es begab sich zu jener Zeit, war ich immer Delegationsleiter, dass sie in Washington saßen, bei der amerikanischen Administration. Und dann habe ich immer gefragt, Leute, wer hat hier Schwierigkeiten und ist das Englischen nicht mächtig, dann braucht man Dolmetscher, ansonsten brauchen wir keinen. Und Ulla Jelpke wusste, ich will auch keinen in Verlegenheit bringen vor anderen Leuten. Dann sage ich, Frau Jelpke, haben Sie ein Problem, wenn ich jetzt simultan übersetze? Dann müssen wir nicht extra einen Dolmetscher haben. Nee, war sie mit einverstanden. Und dann haben die amerikanischen Gastgeber dann gesprochen, unsere Fragen beantwortet, kurze Referate gehalten und ich habe das dann immer simultan übersetzt. Nach einer Viertelstunde sagt sie, Herr Bosper, ich spreche nicht gut Englisch, aber was Sie übersetzen, ist großer Blödsinn. Das haben die überhaupt nicht gesagt. Ja, sag ich. Habe ich gesagt, Frau Jelpke, ich will ja auch nicht, dass Sie sich aufregen. Ja, ich habe das zusammengefasst. Ja, ich habe das interpretiert. Ja, also man darf die Leute nicht unterschätzen. Und eine andere Kollegin, übrigens auch von dieser Fraktion, es war eine andere Reise in den USA. Also wirklich eine schöne Geschichte. Wir werden untergebracht in einem 5-Sterne-Hotel am Central Park. Eine Nacht. Ich glaube, Park Plaza oder so ähnlich heißt das Hotel. Ein wirklich schöner Schuppen. Wir sind nachmittags angereist. Die Nacht am nächsten Morgen ging es weiter. Und dann habe ich immer als Delegationsleiter gesagt, das sind ja immer ordentliche Hotels, wer trotzdem ein Problem mit dem Zimmer hat, kann sich bei mir melden. Es kommt eine Kollegin und sagt, also nee, also hier, Zimmer, das nehme ich nicht. Ich habe keinen Blick auf den Central Park. Ja, sagen Sie, das kann ja sein, aber was haben Sie jetzt davon? Es ist 5 Uhr, es wird gleich dunkel und dann haben Sie ein großes schwarzes Loch und morgens, wenn es hell ist, sind wir wieder weg. Es ist doch viel schöner, wenn Sie in das Lichtermeer von Manhattan gucken, auf die andere Seite. Nee, jetzt wäre er einmal in New York, wenn er nie hier gewesen und Central Park, das wäre Traum von Kindes und so weiter und so weiter. Kurzum, wir kamen nicht weiter, dann habe ich gesagt, okay. Wollen Sie mein Zimmer haben? Ja, wenn das möglich ist, wäre nett. Dann habe ich ihm meinen Schlüssel gegeben, wir haben getauscht. Nach 10 Minuten kam sie wieder. Sie haben ja auch keinen Blick zum Central Park. Ja, sage ich, habe ich was vom Central Park gesagt? Ich habe Sie nur gefragt, ob Sie mein Zimmer haben wollen. Ja? Ja, das kann ich ja noch nicht mehr auf Manhattan gucken. Jetzt sage ich, habe ich was von Manhattan gesagt? Ja, ja, da sagt sie, also, jetzt will ich ja wieder mein Zimmer zurück. Er sagt, nein, jetzt nicht, jetzt. Getauscht ist getauscht. Es war übrigens die letzte Reklamation, die ich als Delegationsleiter jemals gehabt habe. Und jetzt nicht, weil ich angeben will, nur ich habe ungefähr 6.000 Einladungen zu Veranstaltungen aller Art gehabt pro Jahr. Man kann so 500, 600 Veranstaltungen machen, also im Schnitt so 2 pro Tag minus Wochenende. Und ist klar, muss man 90% Absagen verteilen. Logisch, was die Leute denken, typisch Politiker, lädt mal ein, sagt ab, liegt im Thermalbad, dass man für den gleichen Tag andere Einladungen hat, woher sollen die Leute das wissen? Und für mich waren immer ganz wichtig die Einladungen im vorpolitischen Raum und war für mich wichtiger als jeder Parteitag. Unvergessen wird mir bleiben 75 Jahre Heimatklänge Nussbaum in der Kirche in Bergisch Gladbach Hand. Es war der 4. Advent. Eine wunderschön geschmückte Kirche, ganz großartig. Pastor freut sich, dass ich gekommen bin, begrüßt mich überschwänglich.
Und vier Kerzen brannten am Kronleuchter, eine wunderschöne vorweihnachtliche Atmosphäre, der Chor kommt rein. Ich sag, weil einige Gladbach da sind, neben mir saß Volker Damm von der Prinzengarde. Ich sag, Volker, seit wann singen hier Frauen mit? Nee, hier ist hier immer Kirchenchor, St. Cecilia Kirchenchor ist immer mit Frauen. Ich sag, ist hier nicht 75 Jahre Heimatklänge Nussbaum? Ist das hier kein Männerchor? Nee, hier ist 50 Jahre St. Cecilia Kirchenchor. Da wusste ich auch, warum der Pastor sich so gefreut hatte. Mit mir hat er ja erkennbar nicht gerechnet. Ja. Oh, habe ich gesagt, jetzt ist ganz schlecht. Und dann wurde ja noch gebeten, ein Grußwort zu halten, was kein Problem war. Überall, wo ich mir 75 Jahre Männerchor im Kopf gemerkt hatte, habe ich 50 Jahre Kirchenchor gesagt. Das passte irgendwie. 100% in die Bank gesetzt. Ich dachte ja, ich sei richtig. War ja ganz sicher, dass ich richtig sei. Dann gesimst von der Bank aus. Du kriegst natürlich keine Antwort. Klar, wenn es drauf ankommt, nützt das alles nichts. Und die zwei Stunden gehen vorbei. Ich rase nach Hause, guck nach. Es war die Kirche in Hand, aber ich saß in der katholischen und die Veranstaltung war in der evangelischen. Ich wieder zurück in die Kirche, gerade Tür abgeschlossen. Mensch, wo bist du denn geblieben? Und wir haben eine Stunde gewartet, dann haben wir irgendwann angefangen, habe ich die Geschichte erzählt, großes Gelächter. Ach, sagt er, komm, kann jedem mal passieren. Ich war für Siemens auf einer Beerdigung in Melaten und habe den Kranz aufs Grab gelegt. Dann hat die Witwe gesagt, ach, das ist aber nett, wo mein Mann doch nur ein paar Wochen bei Siemens im Krieg war. Und da wusste ich, ich war auf der falschen Beerdigung. Jetzt kannst du natürlich nicht wieder runternehmen vom Grab. Den Kranz, also passen Sie mal auf, wo Sie hinfahren. Und schön war auch einer der ersten, da war ganz frisch im Bundestag, einer der ersten Jahre, war ganz Familie in Gran Canaria, wir sitzen in einem großen Taxi und es regnet. Irgendwie versucht man dann, der konnte ganz gut Deutsch ins Gespräch kommen mit dem Taxifahrer. Ich sage, hören Sie mal hier, Katalog, Sonnenschein, Gran Canaria und Regen, das passt ja gar nicht. Ach, sagt er, die Meteorologen, da kannst du nicht drauf verlassen, diese Wetterfrösche, die lügen wie die Politiker, wenn die schon den Mund aufmachen. Ne? Ich, bevor Sie jetzt weitersprechen, ich bin einer. Oh, sagt er. Pause. Dann hat er es wieder versucht, gut zu machen. Und sagt, ach, die Politiker sind ja nicht die Schlimmsten. Die Allerschlimmsten sind die Rechtsverdreher, die Anwälte. Die drehen einem das Wort im Mund rum. Ne? Gut. Dann habe ich gesagt, ich bin übrigens Rechtsanwalt. Dann hat er nichts mehr gesagt. Dann hat er also bis zum Hotel hat er dann geschwiegen. Das ist auch, glauben Sie mir, ist auch eine schöne Erfahrung. Aus allen Umfragen wissen wir, 80% finden Politiker doof. Ist so. 90% freuen sich, wenn sie einen sehen. Ich weiß nicht, Gisela, welche Erfahrungen du gemacht hast. Die allermeisten sind freundlich und nett und fröhlich und trotzdem haben wir ein total gruseliges Ansehen. Wir liegen bei allen also Statistiken, die es gibt, welcher Beruf hat welches Ansehen. Wir liegen immer noch oberhalb der organisierten Kriminalität, aber so... So groß ist die Lücke eigentlich nicht, aber glauben Sie mir, ich habe jedenfalls weit, weit überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Und zu diesen positiven Erfahrungen gehört auch, wenn Sie mir die persönliche Anmerkung noch gestattet, dass viele sagen, also in der einen oder anderen Frage habe ich andere Meinung als Sie, aber ich finde es gut, dass Sie zu Ihrer Überzeugung stehen, auch wenn es einmal Ärger gibt. Das ist auch meine Erfahrung, wenn die Parteien aufhören zu diskutieren, wenn man nur noch die Einheitsmeinung haben darf, wenn man den Menschen sagt, pass auf, was du sagst, wenn du in unsere Partei kommst, du musst schon die Einheitsmeinung vertreten, sonst gibt es Ärger, sonst hast du Probleme. Dann wird die Politik, dann werden die Parteien in der Bevölkerung nicht populärer. Ich glaube, es schadet auch Parteien nicht, wenn sie deutlich machen, dass sie um die richtige Lösung ringen. Politik ist keine Mathematik. Es gibt nie nur eine richtige Lösung. Die Menschen haben unterschiedliche Meinungen, verbunden mit der Auffassung, dass die eigene Meinung eigentlich von allen anderen geteilt werden müsste. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass ein Sachverhalt unterschiedlich beurteilt wird. Der eine sieht es so und der andere sieht es anders. Und warum sollen dann Parteien nicht deutlich machen, dass sie mit unterschiedlichen Argumenten um die richtige Lösung ringen? Dann wird abgestimmt und in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Gestern war mein letzter Arbeitstag, haben das Büro ausgeräumt. Das ist auch eine neue Erfahrung, wenn du hinten rechts einsteigst, fährt keiner mehr. Wollte ich nur mal sagen. Also müssen Sie immer aufpassen. Ja, halt nicht hinten rechts, sondern vorne links, habe ich jetzt gemerkt. Das ist immer
vorne links. Und das Schöne war so, dass die Mitarbeiter Tränen in den Augen hatten. Und das ist ein gutes Zeichen. Und Gisbert Baltes kennt ja auch meine Chefsekretärin, die nur für mich zuständig war, die Kirsten Sittich. Die sieht mich ohnehin schon mit der Flasche Lambrusco unter der Brücke liegen, Schlafsack total verwahrlost. Die fragt sich immer, was soll aus Ihnen werden? Was wird jetzt ohne mich? Dann hat sie mir so einen Laufzettel geschrieben, also was ich alles zu beachten habe. Da stehen Sachen drin wie, Achtung, Zug hält, aussteigen und solche Sachen. Ja. Und 7 Minuten Umsteigezeit kann knapp werden. Und hat sie mir alles aufgeschrieben für die nächsten Monate bis Ostern 2018, weil sie ganz, ganz große Sorge hat, dass ich im Leben ohne sie nicht mehr zurechtkomme. Und ich kann Ihnen sagen, diese Sorge ist berechtigt. Die Sorge ist berechtigt. Doch, wir merken dann erst, wie viel wir angewiesen sind auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist, nein, das muss man mal sagen, der genialste Chef wird keinen Erfolg haben, wenn er nicht ein Team hat, das sich der Geschäftsidee verpflichtet fühlt. Und das gilt für den Auszubildenden ebenso wie für den Prokuristen. Und deswegen meine kleine Bitte, schätzt immer diejenigen, die uns dabei helfen, dass wir in welcher Funktion auch immer an der Spitze Erfolg haben. Jetzt freue ich mich auf einen neuen Lebensabschnitt. Das politische Interesse wird ganz, ganz sicher bleiben, die Leidenschaft für die Politik auch. Und am meisten würde ich mich freuen, wenn es viele, vor allen Dingen viele junge Leute gibt, die sagen, das ist so ein tolles Land. Und ich möchte meinen eigenen Beitrag dazu leisten, dass es ein tolles Land bleibt. Es war mir eine Ehre, aber es war mir auch eine Freude, über 23 Jahre diesem tollen Land dienen zu dürfen. Danke fürs Zuhören. Thank you.